Saschas neues Video, die Retter des Deutschschiffs. Also bei Sascha ist Wahnsinn. Legt ein Video hoch, guckt euch das an. Oha! 117.277 und 1172. Es sind nur drei Zahlen halten. 117, 172. Bei Likes und Dislikes. Holy shit. Wir haben es kaputt gemacht, haha. Nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Monte hatte ja eine richtige Kooperation mit Monte. Bro, diesen Clip habe ich jetzt aber auch schon achtmal gesehen. Heute ist wieder soweit. Heute kommt endlich mal wieder eine Folge Instagram-Rapper. Halt einfach dein Maul. Halt's Maul. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder nach, was unsere Nachwuchstalente in Deutschland so zu bieten haben. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Talent. Let's go. Ich werde aggressiv, schau wie ich jetzt kotze. Leicht asozial, tritt auf das Gaspedal. Danke, deutsche Rapper durch die Wüste, ganz normal. Bruder, nicht! Also, ich frage mich bei sowas wirklich, ne? Es gibt ja Leute, die machen das nur so als Gag, damit die vielleicht in so einem Video landen, aber es gibt auch viele, die das ernst meinen. Da frage ich mich, wenn, während du das rappst und der kriegt ja gefühlt kein Wort raus, der verspricht sich, du hörst doch mittendrin auf. Oder auch der, der das filmt, der sagt doch, ey, lass nochmal neu machen. Du brichst doch einfach ab. Weißt du, was ich meine? Also angenommen, ihr chillt jetzt mit einem Kollegen, der rappt und ihr filmt das und er würde rappen und würde sich versprechen, dann sagst du doch, ey, warte mal, lass mal neu machen. What the fuck, hä? Nicht schlecht! Ich bin mir nicht sicher, was mir besser gefallen hat. Der Einstieg, wie er reingekickt hat und aus dem Haus kam. Moin! Oder der Versprecher. Wenn mir jemand bei der Entscheidung nur helfen könnte. Nein! Nein! Dankeschön! Tell me you play Warzone without telling me you play Warzone. I'll go first. Got him. Dude, I. How am I. Dude, the P-Shooter, man. Hä? Luca? Und heute gebührt der Applaus nur Luca, wirklich nach allen. Meinte, der hat das. Hat er das in die Wand geschleudert einmal so? Aber. Wie kriegt denn der das hin, dass er das so perfekt da reinschmeißt, weißt du? Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Wo die Leute mir geschrieben Respekt. Haben, bitte für Luca endlich mal eine Gehaltserhöhung. Ist es heute soweit, Luca? Danke für den aggressiven Rapper, den du da mitgesendet hast. Was kommt als nächstes? Noch. Ja, gut, aber diese Ami-Wände sind aufs Pappe gefüllt, ne? Das stimmt ja. Schlägst du mit der Hand rein, steckt der Arm fest. Ja, ja, true, true. Tinder-Profil? Oh. Okay. Was ist denn jetzt los? Bobby G. Let's go. Der sieht ein bisschen aus wie Dings, Digga. Erkan und Stefan, die hatten früher auch so ein Outfit. Oh. Yeah. Es ist Bobby G. Noch ein G war ich nie. Mit dem Map Monk. Energy. THC Pistest. Positiv. Sheesh. Wer ist denn Ali Bruder, G, Junge? Outfit angelehnt an Ali G. Ach, den meine ich. Ja, wahrscheinlich Dings, Erkan und Stefan, Digga. Den meinte ich sogar. Wahrscheinlich ist das Ali G. Oder wahrscheinlich ist das Erkan und Stefan, oder? Den meinte ich sogar. Aber ich kenne den gar nicht. Ich dachte immer, das war Erkan und Stefan. Ich glaube, das ist das heftigste Outfit, was ich jemals gesehen habe. Was? Was ich rap ist geil, dein Rap leider nur peinlich. Ey, für dich hab ich keine Zeit. I nein, nein. Ey. I can hit the wall. Flexi lies da, ja, ich bin on the road. Ey, mein Rap ist hot und dein Rap ist cold. Fick dein Lifestyle, Bruder, I do what I love. Was soll man dazu sagen? Da ich zu so einem Rap nicht. War jetzt nicht so schlimm. Nichts sagen kann, habe ich heute extra einen Spezialist. Stopp, 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 stopp. Ich habe heute nicht nur einen Spezialisten dabei, sondern gleich zwei Spezialisten. Geladen, der die Jungs besser bewerten kann. Ey, Digga, das war auf jeden Fall ziemlich fresh, aber vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr Autotune und ein bisschen mehr so über Schniedel rappen oder so. Yeah. Bo, 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 bo. Ey. Es ist Raffi, der an jeder Möse war. In jeder sogar, der von deiner Blöden mag. Kleine Scheißer, Mann, wir leiden unter größten Wahn. In 100 Jahren sagen sie, dass wir die Größten waren. Ey. Ich komme aus der Scheiße wie eine Arschgeburt und häng jetzt an deiner Mama wie eine Nabelschnur. Jungs, ey. Chillige Lines. Ich weiß. Stabile Lines aber. Nicht warum. Ich komme aus der Scheiße wie eine Arschgeburt. Digga, einfach mal kurz die Biografie von Bilal einfach wiedergegeben. Wahnsinn. Aber der Rechte am Anfang, ab Sekunde 1, bitte schreibt mich. Bilal, tot. Dich an, falls ihr nicht derselben Meinung seid. Dankeschön. Hat mich ein bisschen an Marcel damals bei der Ausbildung erinnert. Nee, 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 nee. Das jetzt, also der ist nix. Nee, nee, Sascha. Nee, nee.
Oh, Ron Bilecki jetzt auch Rapper, oder was? Nein, keine Fußtritte auf meiner Haut, das ist gar nicht rumliegt, ha! Wenn ich mich leider hässlich finde, was soll die Scheiße denn, ha? Ha! Keine Frauen hinterherjagen, nein! Nur damit ich geil aussehe, nein! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus! Kuss und Gruß geht auch nochmal raus an Danny und Papa Platte, Jungs! Digga, was war denn mit ihm los? Ihr seid die Besten! Danny hat einen Nice-Cock, er ist riesig groß, fuck! Danny hat einen kleinen Schniedel. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wenn's wieder heißt. Ey! Rohat, Rohat, unser Junge, Digga. Wegen uns ist er da drin. Nichts drin, was sassmäßiges, wollte gucken. Was ist das? Na, na, ey! Geil! Wobei ich sagen muss, immer so diese Dinge mit Verlauf, was daran so schlimm sein soll. Bro, jeder Mensch hat doch sowieso. Also, ich habe keine auf dem PC, weil ich immer auf Handy mache. Aber, Digga, selbst wenn da alles voll ist, so weißt du? Ey! Aber trotzdem, ich finde mittlerweile diese Dings immer mit, Verlauf und so, als wäre das schlimm, wenn einer Pornos drin hätte, Digga, als würde das niemand gucken. Aber trotzdem wieder stabiles Video, Digga. Instagram-Bapper sind eins der geilsten Formate, muss ich sagen.